Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt und ich habe heute für euch das Unboxing der Glossy Box von September. Die ist bei mir angekommen und die möchte ich jetzt gerne einmal mit euch zusammen auspacken. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir schauen mal zusammen rein. Bei der Glossy Box ist es ja so, die kostet eigentlich monatlich mittlerweile 17,95 Euro. Die ist knappe 3 Euro teurer geworden. Hat einem eigentlich mal 15 Euro gekostet. Im Jahresabo kostet die 150 Euro. Da spart man ein bisschen. Ich hatte jetzt ein Jahresabo. Das geht noch. Eine kriege ich noch. Ich habe das jetzt gekündigt, weil ich nicht möchte, dass ich das für 150 Euro verlängert und mir 150 Euro abgebucht werden. Bis jetzt war es 2 Jahre in Folge so, dass es im November halt so zum Black Friday hin oder ob da Angebote gab, dass es Codes gab, dass man das Abo wesentlich günstiger kriegen konnte. Und ich habe es tatsächlich in einem Jahr mal für 75 Euro gehabt und auch, glaube ich, jetzt war es mal für 90. Das heißt, viel mehr möchte ich dafür auch nicht bezahlen. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal gekündigt und warte ab, ob das denn so ein Angebot wieder gibt. Wenn nicht, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Glossy Box weiternehmen möchte oder vielleicht eine andere Box mal schauen. Dann habe ich nämlich erstmal keine mehr im Abo. So, wir haben immer mindestens 5 Produkte drin. 3 sind gleich, hat jeder gleich und 2 oder halt maximal 3 variieren. Wir bekommen wie immer hier so ein digitales Magazin mit dabei. Das habe ich mir mit meiner QR-Code-App schon geöffnet. Das Thema diesen Monat ist Do It For You. Und was ich jetzt einmal für mich tun werde, ist einen Schluck Kaffee trinken. Den brauche ich nämlich heute ganz besonders. So. Wir schauen mal rein, was denn... So, das erste Produkt und auch, wie ich finde, beste Produkt in dieser Box, wo ich mich auch sehr drüber freue, sind einmal Babo-Ampullen. Schaut mal, es ist eine Full-Size-Größe, da sind 7 Stück drin und zwar Kollagen-Booster. Ja, also Babo-Ampullen kennt ihr wahrscheinlich alle, lieben wir alle. Die haben alleine schon einen Wert von knapp 40 Euro 39,90. Da freue ich mich sehr drüber. Kollagen mag meine Haut sehr, sehr gerne. Ist auch derzeit ein Wirkstoff, der wirklich wieder sehr gehypt ist. Ja, sowohl äußerlich als auch zum Einnehmen. Dann haben wir einen Scalp-Massager. Oder hier haben wir einen. Das sieht so aus, da kann man seine Kopfhaut mit massieren. Das sind so flexible, stachelige, ja, Borsten kann man es ja nicht nennen. Und da kann man sich dann über die, kann man so halten. Also es dient der Entspannung. Man kann halt das Shampoo, damit könnte man einmassieren sozusagen. Also bei meinen Haaren würde ich das jetzt nicht machen, weil... Ich muss, dadurch, dass ich auch Naturlocken habe und meine Haare sowieso schon immer sehr schwer, durchkämmen kann nach dem Waschen, versuche ich immer so wenig wie möglich damit zu machen, sondern es eher sanft. Und ich glaube, wenn ich sowas benutzen würde, hätte ich danach ziemlich verknotete Haare, wollte ich sagen. Also das soll halt, ne, dass die Haarpflegeprodukte effektiver einziehen können, Blutzirkulation verbessern. Ja, kann man auch auf trockenem Haar anwenden. Ich denke, also ich werde das nicht verwenden. Ich denke, das wird bei mir weiter wandern. Vielleicht freut sich da jemand anders drüber. So, und dann noch ein Produkt, was jeder von euch auch in der Box hat. Die könnt ihr jetzt übrigens in diesem Monat noch so bekommen. Auch das wird bei mir weiter wandern, weil ich halt kein Fan von festen Produkten bin. Und wir haben hier von Foamy einmal ein festes Gesichtspeeling. Ich habe euch gerade gar nicht gesagt, 10 Euro soll dieses Ding
wert sein. Bear Beauty ist da übrigens die Marke. Und das hier kostet 4,95 €. Ne? Kann man halt, man nimmt halt den Schaum davon und für normale bis fettige Haut mit Jojoba-Wachsperlen und Aprikosenkernöl. Und ja, wie gesagt, wird bei mir auch weiter wandern. Und so, da muss ich jetzt mal schauen. Dann kommen wir nämlich jetzt schon zu den Produkten, die variabel sind. So, da haben wir das erste. Ich habe hier von M. Asam Magic Finish einen Lip Designer drin. Leider auch ein Produkt, was entweder bei mir ja weiter wandern wird oder was ich mir vielleicht zur Seite lege, um es vielleicht zu Weihnachten zu verschenken. Das ist halt auch Burgundy Red. Kann ich das vorsichtig öffnen? Ja, kann ich. Und zumindest sich die Farbe mal anschauen kann. Ja, das ist schon so ein braun-rot, würde ich schon sagen. Also das muss man schon mögen. 9,99 € ist der Wert. Und hier ist halt, ne, kann man so auftragen, kann das halt direkt mit dem Pinsel dann auf die Lippen aufgeben. Könntet ihr, ich habe da leider mit die dunkelste Farbe bekommen. Ich kann euch ja mal zeigen, also ob ihr das sehen könnt, was es da sonst noch für Farben gibt. Also wir haben da so ein, ja, würde ich schon, entweder ein ganz, ganz helles Rosé oder fast schon transparent. Dann so Nude-Ton, so ein nudiges Rosa, dann noch ein knalliges Rot und halt dieses Dunkle, was ich habe. Und, nee, das ist auch nicht mein Produkt. Da. Von Muru Muru habe ich eine, ich habe die Spülung drin. Das ist ein Haarpflegeprodukt. So sieht das Ganze aus. Ist halt, sag ich mal, kann man zweimal, würde ich sagen. Ne? Ist so eine Probiergröße. Ich kenne die Marke jetzt noch nicht. Nakura Ecos Muru Muru 30 Milliliter. Ihr könntet da auch das Shampoo drin haben. Ich schaue mal gerade. Das ist pure Geschmeidigkeit für dein Haar. Direkt aus dem Fläschchen. Wertvolle Muru Muru Butter aus dem Amazonasgebiet steckt sowohl im Shampoo als auch im Conditioner und bringt den schönsten Schein deiner Mähne hervor. Also diese 30 Milliliter haben jetzt einen Wert von 4,50 €. So, ich sag euch jetzt, was ihr alternativ noch in der Box haben könntet. Das sind diesmal auch recht viele Sachen. Ihr könntet eine 20 Milliliter Dalan D'Olive Intensiv Pflegecreme drin haben können. Die sieht so aus. Ist, glaube ich, tatsächlich eine Gesichtscreme. Ihr könntet von Invisibobble, Bunstar nennt sich das, was drin haben. Dann könntet ihr eine von Ondo, eine Tuchmaske, Charcoal und Yuya Bubble Mask. Das ist so eine mit Peeling, AHA, BHA, die halt so ein bisschen aufschäumt. Genau. Und von L'Occitane eine kleine Handcreme könnte drin sein. Von Vita Libeta eine 50 Milliliter Self-Tanning Lotion. Dann könntet ihr von Use Lab auch noch eine Gesichtsmaske, eine Brightening Boom Mask könnte noch drin sein. 7 € kostet die. Oder ihr könntet von Balance entweder hier Hair Cream oder hier so ein, das in diesem Fläschchen ist so ein Kopfhaut-Elixier. Irgendwie so ein Toner für die Kopfhaut. Ja, das war's. Hier ist noch, im Oktober gibt es wieder eine Special Edition. Die sieht auch schon ganz interessant aus. Hidden Places wird da
soll das Thema sein, soll uns in Halloween-Stimmung bringen. Okay, wie immer mein kurzes Fazit zu Box. Ja, also für mich persönlich sind jetzt eigentlich nur die Ampullen was, da das aber ein sehr hochwertiges Produkt ist und ich jetzt mal so bedenke, was ich ja eigentlich bei meinen 90 Euro, die ich fürs Jahresabo bezahlt habe, runtergerechnet auf eine einzelne Box bezahlt habe, denke ich, bin ich dafür schon ganz gut weggekommen. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das benutzen werde. Vielleicht nehme ich das mir mal mit zum Schwimmen. Dafür ist das eigentlich eine ganz gute Größe. Ich gehe ja regelmäßig mit meinem Sohn schwimmen und da bin ich eigentlich sowieso mal auf der Suche nach kleinen Sachen für die Schwimmtasche. Ich denke, das werde ich das auch behalten. Ja, das wird weiter wandern, das wird weiter wandern und das wird auch weiter wandern. Okay, 2 von 3 oder 1,5 von 5 vielleicht, so, ne, das ist was für mich. Und okay, ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr als Alternativprodukte in der Box hattet. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Box fandet. Das würde mich auch immer sehr interessieren, ob ihr noch Glossybox-Abonnent seid oder nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!